Herzlich willkommen zum dritten großen Preis von China beim Let's Play F1 2012 Co-op Meisterschaft mit Pabik und Steppo. Ja, wir haben zwei spannende Rennen gesehen, oder ja, ein spannendes Rennen und ein gutes Rennen. Und jetzt kommt China. Pascal, wie stehst du zu der Strecke? Ja, es gibt schlimmere Strecken, also eigentlich finde ich sie vom Fahrerischen ganz okay. In dem Spiel allerdings liegt die mir nicht so wirklich, weshalb ich einfach nur froh bin, wenn wir es hinter uns haben. Gut, dann wollen wir nicht viel drum rumlabern. Jetzt kommt die Quali-Runde und dann das Rennen. Ciao! Zeit ist um, aber diese Runde gilt noch. Am Ende ist es doch noch Platz 2 geworden. Die Runde sah eigentlich ziemlich langsam aus. Ja, ich habe mich auch sehr langsam gefühlt. Also gerade das Anbremsen in die Haarnadel war sehr zögerlich. Erster Sektor war irgendwie kacke. Nö, der erste Sektor war gut. Mein bester erster Sektor überhaupt. Also 3 Zehntel Vorsprung gehabt. Mittlerer Sektor ist nicht so mein Ding. Na gut, auf jeden Fall Platz 2. Und ich darf von hinten angreifen. Yippie. Mal schauen, was ich strategisch mache. Spiel verlasse. Du bist an. Die Quali ist gelaufen. Am Ende sind die Plätze 2 und 23 geworden. Wir haben also das Feld gut im Griff. Pascal, was war bei dir los? Warum Platz 23? Ja, der Speed war erstmal generell nicht da, von daher sowieso nur Platz 13, aber leider eine 10-Plätze-Strafe bekommen, weil ich eine ziemlich unnötige Kollision mit Grosjean in Q1 hatte. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich keine Schuld habe, also es ist schon im Endeffekt ein Zwischenfall gewesen, der halt im Qualifying passiert, und da gibt das Spiel dann nun mal auch die Strafen raus. Jetzt heißt es halt strategisch sich irgendwas ausdenken, um in die Punkteränge zu kommen. Was ist dein Plan fürs Rennen, Stefan? Ja, ich möchte ehrlich gesagt nicht wieder vorne wegfahren. Es ist zwar schön zu gewinnen, aber ja, ich werde einfach mal zusehen, dass ich irgendwo in Nähe des Feldes bleibe. Entweder weil die KI schneller ist oder ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Auf jeden Fall, am Ende sollte es ein Sieg werden von Platz 2 aus. Ja, mal gucken. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal ins Rennen. Ich bin bereit. Du müsstest dich auch bereit machen. Vielen Dank. Gut. Ich nutze mal noch die Chance des Ladens. Pascal, was sind deine Lieblingsstrecken, jene welche noch kommen werden? Gibt schon ein paar. Ich habe da jetzt 3, auf die ich ganz besonders schaue. Das sind Budapest,
Barcelona und Suzuka, das sind auf jeden Fall die Strecken, wo ich mir Siege fest als Ziel gesetzt habe. Und ja, da wäre es schon eine ziemliche Enttäuschung, dann am Ende ohne Sieg aus der Saison rauszugehen. Bei dir, Stefan, du bist ja jetzt als WM-Dritter momentan ziemlich im WM-Kampf. Fühlst du dich da irgendwie unter Druck jetzt? In der Saison? Ja, die Saison ist ja wirklich noch sehr früh. Ich würde mal noch nicht von Druck sprechen. Ich würde mich allerdings freuen, wenn es weiter mit Podiumsplätzen weitergeht und am Ende ich vielleicht auch ganz oben stehe. Aber mein härtester Gegner sitzt ja im gleichen Auto wie ich. Na, danke dafür das Kompliment, aber ich wäre auf jeden Fall auch mit dem Vizetitel zufrieden, weil wie man es hier sieht, manche Strecken liegen mir einfach gar nicht und da ist man dann froh, wenn man überhaupt mit Punkten nach Hause kommt. Ja, Monaco wird zum Beispiel so ein Rennen, wo ich denke, da kann man froh sein, wenn man Punkte mitnimmt. Da kann man froh sein, wenn man ankommt, da hast du recht. Suzuka werde ich ebenfalls wahrscheinlich hier unterlegen sein. Das ist wirklich eine deiner Stärken. Ja, muss man aber mal gucken, in den letzten Online-Rennen hast du da schon ordentliche Pace gesetzt. Wobei ich da auch viele Fehler gemacht habe. So, ich bin hier in McLaren Sandwich, hinter mir Webber und Vettel. Oh, ich zwischen Pick und Della Rosa. Mal schauen, was das gibt. Viel Erfolg! Na, wieder schlechter Start. Ey, die sind doch wahnsinnig, jetzt im vierten nebeneinander zu fahren. Wie sieht's bei dir aus? 16. Kann aber sein, dass ich nicht. Das Petrov mich hier noch kassiert, der Hanal hat er aber nicht geschafft. Aber es war knapp. Kannst du dich leicht absetzen oder wie läuft's bei dir? Ich bin zurzeit Zweiter. Hamilton hat schon eine kleine Lücke rausgefahren, aber nach hinten ungefähr gleicher Abstand zu Webber. 1,1 nach vorne, 1,3 nach hinten. Gut. Ja, jetzt 15. zwischen die Rest of Bern. Die Wrestler und wem? Bern. Also. Die Wrestler ist auch einer meiner Lieblingsfahrer eigentlich. Finde ich sehr sympathisch. Oh, und jetzt hier die Wrestler und ich beide am Maldonado vorbei. Das war schon sehr eng jetzt überhaupt. Mein Track Engineer prophezeit mir ein trockenes Rennen. Sah ja auch schon während des Trainings danach aus, da stand ja überall dann 0% für Quali und Rennen. Im Training, weil das haben ja die Zuschauer nicht gesehen, war es nass. Wir sind anfangs mit Intermediates raus, allerdings war das nach ungefähr 2 Minuten komplett unfahrbar. Ja. Also ich bin mit 30 km/h nicht mehr um Kurven rumgekommen. Im Prinzip bei der kleinsten Berührung des Gaspedals habe ich mich gedreht. Ja, das war vor allem in der zweiten Schneckenkurve schlimm. Ich erinnere mich an eine Situation, wo wir hintereinander gefahren sind. Ja. Dann uns quasi synchron rausgedreht haben. So, Hamilton kann sich langsam absetzen, 2,2 Sekunden ungefähr. Na, was ich noch loswerden wollte jetzt in der Anfangsphase, wo es noch nicht ganz so hektisch ist, das Video kommt ja jetzt hier passend zum ersten Saisonrennen der echten Formel 1. Vielleicht könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, für wen ihr so seid. Das ist sicherlich mal schön zu wissen, für wen das Herz der Zuschauer schlägt, für welche Teams, für welche Fahrer.
Ja, wäre schön. Klein Motorsport-Talk in den Kommentaren. Du kannst es in der DRS-Zone bin übrigens jetzt auch an Rosberg vorbei in Senna, also 12. mittlerweile. Aber Senna kommt mit mehr Topspeed außen neben mich in Turn 1. Weißt du, was ich schon sagen kann? Ja. Ich habe den Sound vom Spiel nicht leiser gemacht. Ich hoffe trotzdem, man versteht uns. Und ich muss auch zugeben, wir hatten schon technische Probleme vorher, also über Shanghai, ja, liegt kein guter Segen. Nee, da hatten wir ja schon mal einen Versuch, das Rennen zu starten, wo dann aber leider die KI verbuggt war. Ja, die scheint jetzt auf jeden Fall in Ordnung zu sein. Auf jeden Fall, weil Hamilton kann sich nämlich gut absetzen, 3,2 Sekunden. Und ja, wir haben ungefähr vor einer Viertelstunde schon mal ein Rennen gestartet. Da hatte ich nach der ersten Runde 8 Sekunden Vorsprung. Und Pascal ist von 23 auf 2 gefahren. Ja. Also was wollen wir natürlich nicht sehen. Wir wollen ja knallharte Racing-Action sehen und ja, da versuche ich mich jetzt einfach mal an Hamilton ranzuarbeiten. Das ist gar nicht so einfach. Ich werde einfach jetzt mal eine Runde die Klappe halten. Hat ja wunderbar funktioniert. Was denn passiert? Uiuiui. Ja, Turn 1 etwas weit rausgekommen, Turn 2 Übersteuern gehabt. So, ich bin auf jeden Fall jetzt an Rosberg dran. Ich muss dazu sagen, ich bin mit harten Reifen gestartet. Um mir halt alle Möglichkeiten einer Ein- oder Zwei-Shop-Strategie offen zu halten. Und im Moment zahlt sich ganz aus, von 23 auf 11 ist jetzt nicht so schlecht in 3,5 Runden. Deswegen muss ich mal schauen, wie lange ich dann jetzt draußen bleibe. Ja, wieder übersteuern, innen über den Curb gefahren. Ich werde ja wohl mal zu stärkeren Waffen greifen müssen. Webber kann auf jeden Fall dranbleiben an mir. Und Hamilton ist kaum noch zu sehen. Ja, ich sehe es auf der Karte. Der Lewis ist schon weit weg. Meine Zeiten sind auch bescheiden. Was fährst du so? Ich kann es ja, meine beste ist eine 41,5 und diese Runde war jetzt eine 41,8. Okay. Gut, du steckst auch im Verkehr fest. Ja, unterpeilt hart. Und harte Reifen. Das dürfte im zweiten Stint recht interessant werden, deine Rundenzeiten. Wenn ich dann auf frischeren Weichen bin, weil ich werde ja auch dann, wenn ich einen Stopp mache, später als der Rest dann die Box kommen. Und dann wird sicherlich sehr interessant. Ich würde behaupten, der Drops ist noch nicht gelutscht. Es ist gar nicht so unrealistisch, dass wir uns nach den Boxenstops nochmal wieder treffen auf der Strecke. Da muss ich schauen, wie es jetzt hier im Verkehr läuft. Also im Rennen habe ich auf jeden Fall ein deutlich besseres Fahrgefühl als im Qualifying. Das kann natürlich am schwereren Auto liegen. Und halt daran, dass ich jetzt hier mich nicht auf DRS konzentrieren muss. Ja, bei mir ist eigentlich gerade das Gegenteil. Ich fahre mir hier den Arsch ab, aber es will nicht funktionieren. Webber bleibt auf jeden Fall weiterhin dran. Wir können uns gemeinschaftlich allerdings vom Rest des Feldes absetzen. Bremspunkt in der Haarnadel verkackt und jetzt ist auch Webber vorbei.
Oh, sein Motor klingt extrem geil. Ich bin ein Perez dran, hatte auch DRS, aber der hat leider auch DRS. Wir sind hier gerade so eine Vierergruppe. Ich sehe jetzt gerade nicht, wer das erste Auto ist. Müsste Kobayashi sein. Also Kobayashi, Grosjean, Perez und ich sind die Position 8 bis 11. Ja, ich hänge jetzt hier im Renault-Getriebe von Weber. An Perez. Du musst ihn überholen. Und damit in den Punkterang. Sehr gut, Gratulation. Krieg ich Grosjean noch auf der Bremse mit dem. Ja, klappt. Ich wollte gerade sagen, mit dem lege ich mich besser nicht an, nachdem was in der Quali passiert ist. Aber es ist auf jeden Fall schon schön, dass du trotz deiner 10 Plätze schon mal Grosjean kassiert hast. Ja, es ist schon ein bisschen genug so. Vor ihm jetzt zu sein. So, es wird jetzt extrem eng mit der S. Habe ich jetzt auch meine Zielposition erreicht. Wir hatten ja jetzt, wo du gerade auf die lange Gerade einliegst, mal angewiesen jetzt hier kurz vorm Rennen das Thema der Lieblingsstrecken, da will ich mal jetzt mal in andere Richtung anschlagen. Hast du denn so irgendwelche Hassstrecken, die überhaupt nicht gehen? Ja, Shanghai. Korea. Auf jeden Fall. Ja, wie sieht's bei dir aus? Strecken, die du überhaupt nicht abkannst. Hassstrecken ja auch. Shanghai natürlich. Silverstone. Mag ich seit dem Umbau überhaupt nicht mehr. Und ja, sonst. Gut, Spark ist jetzt nicht wirklich eine Hassstrecke, aber da fehlt mir ganz einfach der Speed. Und ja, halt auch Korea. Mit Indien und Austin habe ich mich mittlerweile fahrerisch eigentlich recht gut angefreundet. Ansonsten, ja. Fällt mir jetzt nicht unbedingt ein, was jetzt noch so richtige Hassstrecken. Ich denke mal, das stellt sich noch im Laufe der Saison heraus. Bei mir ist zum Beispiel auch Catalunya eine Strecke, mit der ich nicht ganz so grün werde. Was wieder deine Stärke ist, das wird auf jeden Fall auch spannend dort zu sehen. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Imola mit nicht mehr gefahren wird. Auf der Strecke war ich eigentlich immer recht schnell. Ja, Imola ist auch eine sehr schöne Strecke, also da bedauere ich es sehr. Wobei es schon ein bisschen durch die letzten Umbauten 2.7 und so ein bisschen versaut haben, finde ich. Ich glaube sowieso, alles was jetzt in neu kommt, wird niemals so gut werden wie das alte. Egal, ja, ob das neue Rennstrecken sind oder Umbauten. Austin muss ich sehr loben, ja, gefällt mir immer noch gut, aber was wurde gemacht? Es wurden natürlich Teile von bereits bestehenden legendären Rennstrecken übernommen, wie die S-Kurven aus Silverstone, das Motodrom aus Hockenheim, die umgedrehte Kurve 8 aus Istanbul. Abgeänderter Form natürlich. Ja. Generell dann das Konzept mit anderen Sachen übernehmen von anderen Kursen erinnert dann doch stark an Manicur, finde ich. Da hat man das ja ähnlich gemacht. Wobei ich Manicur wieder ziemlich geil finde. Ja. Weil dort geht's halt immer noch bergauf, bergab. Es ist ja trotzdem Manicur irgendwo noch. Ja, schon. Also Kurve 2 zum Beispiel liegt recht tief. Und dann hast du ja oben die Schikane im letzten Sektor, die recht hoch liegt. Weil das ja in Austin auch ziemlich extrem ist, ich sag mit Turn 1. Ja. Das ist ja nicht der einzige Höhenunterschied auf der Strecke. Das ist auch, finde ich, von Hermann Tilke eine der besten Strecken, die er gebaut hat. Ich persönlich muss auch sagen, dass zum Beispiel Hockenheim mir sehr gut gefällt. Auch nach dem Umbau noch. Ja, es gab viel Kritik natürlich anfangs, weil es natürlich absolut nicht an die Waldgraden herankommen kann, das
werden Fans immer vermissen, aber ja, es ist schon eine recht schöne Strecke, also es gibt einige gute Rennen. Dann Thema Nürburgring. Ja, man hört es immer wieder, Nürburgring vor der Pleite. Was wird aus dem Nürburgring? Für mich auf jeden Fall eine der traditionsreichsten Strecken. Gerade die Nordschleife. Ja, absolut. Ich persönlich war leider noch nicht an der Nordschleife. Dafür wohne ich einfach, wie man wahrscheinlich an meinem Dialekt merkt, zu weit weg. Aber es ist eigentlich noch einer meiner größten Träume, mal zum 24-Stunden-Rennen zu fahren als Fan. Ja. Mit dem Schlafsack, Zelt, Grill, Kasten Bier, also oder auch mehr. Bei mir ist es im Moment so, das fällt ja auf Pfingsten und da bin ich im Moment so ein bisschen am gucken, ob ich vielleicht mit ein paar Leuten planen kann, da mal hinzufahren. Wenn sich auf jeden Fall in meinem Umkreis, in meinem Bekanntenkreis Begeisterte finden, geht es vielleicht dieses Jahr mal zum 24-Stunden, wenn das wäre. Auf jeden Fall, denke ich mal, sehr geil, da zu campen. Jo, ich peile an nächstes Jahr dahin zu fahren, wo ich wahrscheinlich dieses Jahr auf jeden Fall wieder bin, wie eigentlich jedes Jahr, MotoGP auf dem Sachsenring und ADAC GT Masters auf dem Sachsenring. Außerdem auch nicht weit von mir entfernt der Lausitzring, da werde ich auf jeden Fall auch wieder zu den GT Masters sein. Schöne Strecke Lausitzring, war ich auch schon zweimal früher. Das letzte Mal war vor mittlerweile 7 Jahren zum DTM-Rennen und dann zu jenem Champ-Car-Rennen damals 2001, wo ja Alex Zanardi seinen schweren Unfall hatte. Ja, aber Hut ab vor Zanardi, vor seinen Leistungen, gerade auch bei den Paralympics, mehrfacher Goldmedaillengewinner. Und man munkelt ja auch, dass er vielleicht in die DTM kommt, zu BMW. Ja, die Testfahrten waren ja da ganz gut. Ja, Zanardi hat ja auch einen super Job in der WTCC für BMW geleistet. Ich habe wirklich vor Alex Zanardi höchsten Respekt. Absolut. Das ist ein, wie der sich zurückgekämpft hat, das muss man einfach respektieren. Das ist einfach absolut bemerkenswert. So, aktuelles zum Renngeschehen. Ich liege 2,7 Sekunden hinter Mark Webber. Gerade eine lilane Zeit in Sektor 1 gefahren, was mich aber scheinbar nicht wirklich näher bringt. Nee, in Sektor 1 ist die KI hier generell irgendwie ein bisschen langsamer. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also wieder verloren in Sektor 2. So, bei mir hält sich der Abstand zu Kobayashi jetzt schon seit mehreren Runden recht stabil, so um die 1,5 Sekunden. Wir haben jetzt auch entschlossen, auf jeden Fall eine Einstoppstrategie zu machen. Habe also meinen, ups, jetzt muss ich zweit rauskommen, meinen für Runde 7 ursprünglich geplanten Stopp verstreichen lassen. Und werde dann wohl so Runde 15, 16 an die Box kommen. Wie sehen deine Rundenzeiten aus? Meine beste ist mittlerweile eine 41,2. Meine aktuelle Rundenzeit wird nicht ganz so gut werden, weil ich in der zweiten Schneckenkurve jetzt einen blöden Fehler gemacht habe, ein bisschen. Ich denke mal so 21,5 war jetzt in den letzten Runden immer so die Norm. Na, jetzt, okay, persönlich schnellste Rennrunde nehme ich natürlich mit. Also 41,2 wieder. Aber Kobayashi hat auf mich gewonnen. Wann ist dein Boxenstopp geplant? Geplant für Runde 13. Oh, wir sind schon in Runde 11, wie doch die Zeit vergeht. Ich bin wirklich gespannt, was es dann mit den weichen Reifen gibt bei mir. Denk mal, dadurch, dass ich dann ein bisschen länger mit den älteren Reifen fahre, werde ich wohl hinter Grosjean wieder rauskommen. Aber ich habe dann ja bessere Reifen und sollte mich ein bisschen durchs Feld arbeiten können. Also Top 5 ist auf jeden Fall noch drin. Ja, auf Platz 4 ist zurzeit Kimi Räikkönen. Und da möchte ich gleich mal sagen, Kimi Räikkönen,
ist mein persönlicher Geheimfavorit für die Saison 2013. Ja, Lotus war in den Tests sehr stark. Und ich denke mal, dass Räikkönen auf jeden Fall mindestens ein Rennen wieder gewinnen wird. Wäre ja natürlich toll für die traditionell vielen Finnen, wenn er in Budapest gewinnen könnte. Ist ja immer so das Rennen, wo die ganzen Finnen dann hinkommen. In Schweden gibt es eine schöne Rennstrecke, ich komme bloß gerade nicht auf den Namen. Andersdorp meinst du? Genau. Wo ja früher ja der Grand Prix war. Da, das würde ich mir wünschen, da wieder Formel 1 zu sehen. Ich glaube, für moderne Verhältnisse wäre die Strecke nicht wirklich geeignet. Um ehrlich zu sein, das ist... Ah. Lange Flugplatzgerade ist das, glaube ich. Ja, ja. Wenn ich die ganzen Kurven richtig im Kopf habe, ist es, glaube ich, wirklich für moderne Formel 1 nicht unbedingt geeignet. Würde keine schönen Rennen geben. Ja, die zwei Haarnadeln im Mittelsektor sind ja auch etwas überhöht. Ja. So, dann ein umgekehrtes Omega. Oder was heißt umgekehrt? Ja. Also wir haben Sachsenring auch Rechtskurve. Aber es gibt natürlich kein schöneres Omega als das am Sachsenring. Ja, das ist natürlich wichtig. Hat ja auch noch ein paar Höhenunterschiede, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Andersdorp war doch relativ flach. Ja. Vor zwei Jahren, also 2011, habe ich das MotoGP-Rennen im Omega genießen dürfen. Und es war immer sehr schön zu sehen, wenn Rossi angeflogen kam, wie die ja, Funken... Kobayashi geht an die Box. Uiuiui, was war das denn? Hier geht doch einige an die Box. Ich bin gerade innen über den Kurb gefahren, dabei hat es mir die Vorderachse ausgehebelt. Ei, ei. Und musste eine etwas beschissene Linie fahren und dreckige Reifen jetzt. Aber diese Runde ist auch mein Stop angedacht. Was mich auch wundert ist, warum mein Streckeningenieur nichts mehr sagt. Normal hätte er mir nämlich den Boxenstop ankündigen müssen. Na gut, es wäre ja nicht das erste Mal, dass einfach in diesem Spiel vorkommt. Oh, du bist Platz 4, sehe ich. Ja, es waren einige an der Box. Quasi alle, die zwischen uns gelegen haben. Es waren Räikkönen, Schumacher, Button, Vettel. Ja, und Kobayashi. Ich habe inzwischen 7 Sekunden Rückstand auf Mark Webber. Hm. So 10 Sekunden, das... Es ist wird auf jeden Fall interessant werden für den letzten Stint. Meine Reifen sehen aus. Also Shanghai ist auf jeden Fall nicht meine Strecke. Ich kann mir die Startposition kaum erklären. Aber scheinbar bin ich hier auf eine Runde doch schneller als im Rennstint, was eigentlich komplett gegenteilig ist von dem, was sonst so passiert. Weil normalerweise bin ich ja, im Rennstint immer schneller als im Quali. Ich bin kurz weg. Da bin ich wieder. Tut mir leid, dass ihr den Boxenstopp nicht gesehen habt, aber ich muss mal kurz die Lautstärke reduzieren. Für alle, die sich das bis hierhin angetan haben, vielen Dank. Und als kleiner Insider, schreibt doch einfach mal ein Moin Moin in die Kommentare. So, wer es bis hierhin geguckt hat. Was mich jetzt ein wenig wundert, ist, dass ich jetzt lila im ersten Sektor war, also absolut schnell zur Zeit. Mit immerhin schon 14 Runden alten, harten Reifen. Gut, die Autos werden natürlich leichter. Ja, aber die Reifen werden deswegen nicht besser. Ohne Grip bringen einem das leichteste Auto nicht. Bin jetzt aber, ich weiß nicht, war Hamilton schon an der Box? Ja, ich denke mal, oder? Ich glaube ja. Sonst könnte ich mir jetzt nicht erklären, dass ich auf 4 Sekunden an ihm ran bin.
So, Rennhälfte ist geschafft. Jetzt ist natürlich weder vor noch hinter mir ein Auto in der Nähe, doch hinter mir. Jensen Button ist inzwischen dran. So, und ich werde dann mal diese Runde in die Box fahren. Und Button war, glaube ich, auch schon in der Box. Das heißt, das ist der nächste Gegner, der mich kassieren wird. Oder auch nicht. Ich gebe mir natürlich Mühe, dass es nicht so weit kommt. Ich bin knapp 3 Sekunden vor, 2-3 Sekunden vor Weber. 3,3. Werde aber, wie gesagt, diese Position gleich abgeben. Weil ich mir die Option jetzt erstmal offen halte, noch eine Runde zu fahren. Reifen fühlen sich noch recht gut an. Ich bin jetzt auch schneller als letzte Runde. Das ist doch super. Je länger du jetzt auf den Harten unterwegs bist, desto besser ist das ja eigentlich. Ja, weil desto weniger muss ich ja mit weich fahren, desto mehr kann ich auf den attackieren. Richtig. Bei Weber doch schon mehr. Komm, ich fahre dann doch lieber diese Runde rein. Ich verliere sonst zu viel. Es wird interessant zu sehen, wo du rauskommst. Ja. Ich habe auf jeden Fall hinter mir eine Gruppe. Das wird die Gruppe sein, in der du vor uns hängst. Jetzt haben wir alle auf unseren neuen kalten Reifen verloren. So, mal schauen, wie es läuft. Hoffen wir, dass alle Radmuttern ordentlich drauf gehen. Der Hamilton da 3 Sekunden schneller als ich. 39,7, also 1,5 Sekunden schneller als ich, und ich fahre fettes Motorprogramm. Kein überragender Stopp. Ich werde wohl als 8er rauskommen. Ah, direkt vor Kobayashi wahrscheinlich. Das heißt, ich bin an Kobayashi vorbeigezogen über die Stops. Er war ja vor mir. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt will mein Renningenieur sagen, dass ich in 2 Runden reinkomme, weil ich das eingegeben habe. Werde ich natürlich nicht tun. Und ich habe noch sehr viel Restbenzin, kann also Motorprogramm technisch auch attackieren, was ich jetzt auch tun werde. Also der Mittelsektor ist absolut nicht mein Ding. Ne, der ist mit harten Reifen auch noch mal ein bisschen schwieriger. So, jetzt habe ich hier natürlich erstmal ein gutes Bündchen Probleme, damit ich hier auf Temperatur kriege. 8 Sekunden hinter Vettel. Also bei mir scheint der Wurm drin zu sein. Eigentlich das ganze Rennen über schon. Ich glaube, ich habe einen Mund vor dem Rennen, was das Ziel angeht, auf jeden Fall etwas zu voll genommen. Meine Fresse. Ich kann mich jetzt aber im Moment auch noch nicht entscheidend absetzen von Kobayashi. Ja, ich halte hier das Feld auf, hinter mir Button und Schumacher. Ich glaube dahinter Raikön. Du bist, wie viel da? Dritter, ne? Dritter, ja. Ja, dann sind dahinter noch Raikön und Vettel noch schon. Ja. Also. So hatte ich mir das Rennen nicht vorgestellt. Ich beschleicht so ein wenig das Gefühl, als wäre der weiche Reifen hier nicht so toll, wie man denkt.
Ja, ich glaube auch, dass ich jetzt mit dem Hutton etwas besser zurechtkomme. Wenn ich mal eine Runde fehlerfrei hinbekommen würde, könnte ich mich bestimmt auch mal wieder ein Stück absetzen. Ach, 38,2, der ist doch verrückt. Wie sagt er immer von sich selber, hard as motherfucker. Man mag davon halten, was man will, aber es scheint ja im Moment fahrtechnisch zuzutreffen. So, ich kann aber auch erstmal gegenhalten, 38,9. Wakobayashi bleibt dran. Nicht schlecht, ich bin gerade, glaube ich, eine 40,6 gefahren. Komm und hol dich. Ich krieg die Haarnadel nicht geschissen. Also trotz, dass ich mit Ideallinienanzeige fahre, verbremse ich mich doch recht oft. Aber Webber muss einen Fehler gemacht haben, weil, soweit ich mich erinnern kann, hat er vor uns gerade 11, noch was Sekunden angezeigt. Jetzt waren es bloß noch 9,8. So, jetzt geht's bei mir auch langsam los. 9,3 noch. Was ist da los bei Webber? Hat der vielleicht irgendwo einen Frontflügel verloren? Oder hättest du noch mehr? So, jetzt aber 5,9 auf Vettel. Das waren am Anfang der Runde 7. So, ich denke mal, der ist auf die ganze Gruppe rund um dich aufgeschlossen. Ach, ich glaube, ich weiß, was bei Webber los ist. Sprit. Es wird wohl eine Überrundung gewesen sein. Ja, gut, das kann natürlich auch sein. Da kommen ja die ganzen Kollegen, mit denen ich da hinten gestartet bin. So, 38,7. Letzten Sektor auch wieder verloren auf Vettel. So, jetzt laufe ich auch langsam auf die zu überrundenden auf. Es ist eine Dreiergruppe. Aber ich muss doch auch sagen, ich fühle mich mit dem harten Reifen wohler als mit dem weichen. Ah, ich glaube, von der reinen Geschwindigkeit nehmen die sich hier gar nicht so viel. Also vielleicht gleich mal noch DRS mitnehmen. Jawohl. Und jetzt den Anker werfen in die Haarnadel hier hinein. Scheitelpunkt gut treffen und zeitig raus beschleunigen. Uiuiui. Und die letzte Kurve versauen. Das hätte eventuell eine neue persönliche Zeit gegeben. Na, bei mir knapp dran vorbei, 39,1. Der 4,2 auf Vettel ran, der sich anscheinend über Runden wirklich Zeit lässt. Ja, ich kann mich auch relativ schnell von Button absetzen. Jedoch auf Webber verliere ich wieder. Jetzt, nachdem er wieder freie Fahrt hat, auf Button habe ich jetzt 4 Sekunden Vorsprung. Hat die K anscheinend eine ähnliche Strategie zu gehen wie ich. Der hat auf jeden Fall noch weiche Reifen. Aber das wird ihm herzlich wenig bringen. Auf 3 Sekunden. Also nochmal eine Sekunde liegen lassen im ersten Sektor. Ich sehe ihn auf jeden Fall. Oh ne, das ist hier überhaupt nicht fett, das ist pink. Ah, mit Glück DRS mitnehmen. Das ist natürlich gut.
Ich bin immer schon froh, wenn ich in die Haarnadel reinbremse, wenn mir die Vorderräder nicht wegfliegen. So, Button hat wieder 3 Zehntel aufgeholt diese Runde. So, ich habe eine 39,5 mit Überrundung beim letzten Abschnitt eine halbe auf Vettel verloren. Der anscheinend jetzt auch frei hat. Also die große Aufholjagd, die wir alle im zweiten Stint erwartet haben, ist es nicht. Es ist eher mühsames Abstottern des Rückstandes. Und ich habe natürlich noch so eine Begleitung, die mir so ungefähr 2 Sekunden hinter mir ein bisschen versucht, das Leben schwer zu machen. Man sieht es vielleicht in den Bildern nicht, aber ich bin hier hart am Attackieren, auch wenn ich jetzt mit mittlerem Motorprogramm fahre. Aber ich komme und komme nicht näher. So, jetzt mal wieder eine persönlich schnellste Rennen, 138,9. Aber auf Vettel wieder verloren, insgesamt ein Zehntel. Kobayashi hat 2 Zehntel aufgeholt. Weber scheint wieder zu überrunden, 7,8 Sekunden sind es noch. Aber noch 6 zu fahren in den Runden, glaube ich eher nicht, dass das noch mal was wird, dass wir den Red Bull noch mal zu sehen bekommen. Ich hoffe mal, dass ich nicht jetzt an Vettel rankomme. Warum? Mir wurde gerade mitgeteilt, mein DRS funktioniert im Moment nicht. 7,0 auf Weber. Das heißt, er hat fast 9 Zehntel verloren jetzt. Aber wenn ich das richtig sehe, ist er frei unterwegs. Es kann natürlich sein, dass er Benzin sparen muss. So, ich laufe jetzt auf jeden Fall wieder auf 2 langsamere Fahrzeuge auf. ...39,1 mit den harten Reifen. Und Button kommt immer näher. 38,7. Insgesamt 3 Zehntel auf Vettel. Ist noch möglich, Platz 7. Also überrunden ist extrem gefährlich, weil man einfach mal keinen Plan hat, was die KI macht. Jetzt wieder erstmal auf 2,4 ran. Das wird sich wieder ändern. Weil ich halt auch meinen Wagen auf recht wenig Topspeed geschwimmt habe. Was ist dein Topspeed jetzt ohne DRS? Das werde ich dir gleich sagen können. Im Moment, es würde auf jeden Fall wieder funktionieren. DRS. Das ist sehr schön. 325 bei mir.
329, aber ich fahre auch mit vollem Motorprogramm. Alles klar, bei Vettel sind es wohl überwunden. Ja, Timo Glock. Ey, der duelliert sich aber auch ziemlich heftig mit Raikön. Jetzt bin ich dran. Man sagt ja von den beiden, dass sie gute Freunde sind. Aber sowas vergisst man dann auch auf der Rennstrecke. Und jetzt bremse ich mich aus einer eigentlich unmöglichen Situation neben Vettel und schaffe es. Raikön ist beim Rausbeschleunigen nicht gut, weil da auch wieder Verkehr wäre. Und jetzt geht sie nebeneinander in Sektor 2 und ich hab ihn vorerst. Das heißt, was für eine Position jetzt? 6. Jetzt muss ich erstmal hier an Schumacher rankommen, irgendwie am Anbremsen, dass es weniger als eine Sekunde ist. Das wird nichts. So werde ich wahrscheinlich mindestens eine Position wieder am Ende der Geraden verlieren. Weil ich gut rausgekommen bin. Die zwei sich gegenseitig aufhalten, kann ich die Position halten. Ja. Das reicht. Ja, bei mir läuft es gerade relativ langweilig, aber dafür haben wir ja Radio Pabik. So, 4 Runden noch. 0-3 auf Kimi, 1-5 nach vorne auf Michael. Also ich bin jetzt in einer Gruppe, die besteht nur aus mir sympathischen Fahrern. Da fühlt man sich natürlich dann auch ein bisschen wohl. Man traut sich aber nicht, Schumacher zu überholen. Ja. Es ist ja auch ein wenig. Ah. So, bitte lass mich nicht vorbei, bitte lass mich nicht vorbei, bitte lass mich nicht vorbei. Ah, das Gefühl kenne ich. Bitte so. Gib mir DRS. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Bei mir müsste es klappen. Nein, so, ich habe 5 habe ich auf Bacon. Also den mache ich weg. Und ich. Na. Kriegt der es, ja. Oh, ich habe schon das zweite Mal jetzt in der Haarnadel abgekürzt. Unbeabsichtigt natürlich. Das ist. Ich lenke halt bloß zurzeitig ein. Ich würde einfach gerade an Schumacher dran zu bleiben. Der S hat zwar geklappt, aber es ist kein Überholmanöver draus geworden. Aber der Abstand bleibt unter einer Sekunde. Sind 3 Runden noch. Ja, bei mir stellt sich die Situation zurzeit so dar, ich kann ein bisschen auf Weber aufholen und der Abstand zu Button bleibt halbwegs konstant. Und in der Hanalop, Schumacher dreht sich. Habe ich ihn berührt? Ich glaube nicht. Nee, ich krieg auch keine Strafe. Das war ein Selbstdreher von Schumacher. Schade. So, was macht mein Abstand auf Button? Ich sehe ihn auf jeden Fall und dich damit auch. Ist ja nicht so weit vom Button. Nee, es ist nicht Button. 6-5 ist mein Abstand auf Button, 3 nach hinten auf Räkeln. Das müsste ja wahrscheinlich Petrov sein, den du siehst. Ja, das ist durchaus möglich. So, mein Rennen sollte damit also auch erstmal gegessen sein, Platz 5, wenn nichts passiert. Kann ich auf jeden Fall mitleben.
18 Plätze gut gemacht. War vielleicht jetzt auch nicht die ideale Strecke, um so eine Strategie zu machen. Wechseln holt eine halbe Sekunde mit Petrov. Ja, es ist Petrov vor mir. Also ich kann mich jetzt auf jeden Fall wieder von Button absetzen. Mensch! Entscheid dich doch mal. Der fährt erst von der Ideallinie und wieder auf die Ideallinie drauf. So, Hamilton beginnt die letzte. Oder ist das Webber gewesen? Nee, Webber ist in der letzten Kurve. So, letzte Runde. Ah, was kann man sagen? Es wird in beiden Duellen 3-0 für dich stehen. Ich bitte dich noch bis... die Anzeige kommt, dass nächste Strecke Bahrain ist, noch im Spiel zu bleiben, damit wir uns noch die Fahrer angucken können, wie sie aus ihren Autos steigen. Eieieiei, das war ein heftiger Crash, jetzt ist Räikkönen wieder dran, unter einer Sekunde. Ich wollte eigentlich nicht mehr aufs schnelle Motorprogramm gehen. So, Sieg für Hamilton. Absolut ungefährdet. Hat er nicht sogar die schnellste Rennrunde? Ja, die hat er. Ah, ich hab's nur knapp verpasst. Dann ist es sogar ein Grand Slam. Ja, und nicht einmal die Führung abgegeben. Ja, eben. So, Fünfter. Dann doch noch nach Hause gefahren. Ja, Mensch, vorletzte Runde nochmal fast die schnellste Rennrunde gefahren, aber mir hat es einfach im letzten Sektor gefehlt. Ich hatte jetzt in der letzten Runde auch zwei Lila in den Zeiten. Am Ende ist es trotzdem ein Podium geworden. Eine Position verloren leider. Herzlichen Glückwunsch an dich. Danke. Ich denke mal von 23 auf 5, da kannst du stolz drauf sein. Es gibt schlechtere Ergebnisse und dann auf so einer Strecke, wo ich im Quali nicht mal Speed hatte, um in die Punkte zu fahren. Also es ist schon ein recht versöhnliches Ende. Ja, in der Fahrer-WM sieht's wie folgt aus. Hamilton und Button auf Platz 1 und 2, also eine McLaren-Doppelführung. Dann kommen drei Deutsche. Auf Platz 3 bin ich mit 10 Punkten Rückstand auf Hamilton. Dann kommt Sebastian Vettel im Red Bull. Und auf Platz 5 Pabik mit 13 Punkten Rückstand auf mich. 10 auf Vettel, 5 Vorsprung auf Webber. Ja. Also du findest dich im Red Bull Sandwich. So, und bei den Konstrukteuren haben wir es auf Platz 2 geschafft. 26 Punkte Rückstand auf McLaren. Ja.
Überraschend ein bisschen die bislang noch recht schlechte Ausgangslage von Nico Rosberg, nur einen Punkt. Gegen dem gegenüber stehen immerhin schon 20 von Michael Schumacher. Wie sich das gehört. Oh, 7 Teams konnten Punkte holen. Gut, push the button. Ja, doch, auch über den dritten Platz kann man sich ein bisschen freuen. Bei mir war der Fahrer in der Sequenz leider irgendwie komisch enttäuscht, was eigentlich ein bisschen seltsam ist, weil ich mein erreicht meine Gesetzesziel um 4 Positionen geschlagen habe. Ja. Gut, treffen wir uns in der Lobby wieder, falls das geht. Oder wir machen kurze Vorschau auf Bahrain. Mal gucken, wie das Wetter wird. Oh, welch Wunder. Oh. Es bleibt trocken. Aber bewölkt. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche in Bahrain wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.